Willkommen zurück zu Heroes of the Storm. Beim letzten Mal haben wir mit Anubarak gespielt, waren irgendwie so fast erfolgreich, aber irgendwie auch so gar nicht. Heute spielen wir mit Auriel, wieder ein Charakter, den ich bisher noch nicht gespielt habe, ist noch ein fast neuer Charakter. Also manche würden ihn noch als neu bezeichnen, manche auch schon. Ja, der ist schon mehr als eine Woche draußen. Ne, der ist schon voll alt. Ne? Und na gut, der ist schon deutlich mehr als eine Woche, aber schon auch jetzt nicht seit einer Ewigkeit. Na egal, jeweils ein Unterstützungscharakter. Ich und Unterstützung, das kann nur gut werden. Was? Achso, Sammlerartefakte. Ah, ja, super. Na, lässt du das wohl? Da muss ich irgendwas mit Restlick einsammeln hier, so ein Artefakt. Ah, okay. Das kann nur gut werden. Yay! Yay! Getroffene Helden erhöhen den Schaden im Mittelmoor. Ja. Gut, wird schon irgendwie. Weiß zwar nicht, was ich da mache, aber es wird schon irgendwie. So, irgendwem kann ich hier doch diesen Hoffnungsquell auch geben. Und jedes Mal, wenn der Schaden bekommt, bekomme ich dadurch irgendwie so eine komische Energie, die ich dann wiederum für den himmlischen Strahl einsetzen kann. Irgendwie sowas in der Art ist das wohl gedacht. Also halt, wenn der Charakter Schaden kriegt, bekomme ich davon Energie und diese Energie kann ich irgendwann freisetzen und mache dann halt irgendwann Schaden. Das ist so die grobe Idee dahinter. Ob das jetzt wirklich gut funktioniert, ist so eine andere Geschichte. Ja, man sieht halt, ne, Muradin bekommt Schaden und da füllt sich hier eine Leiste in der Zeit. Oh Gott. Immer wieder drauf klarkommen, dass ich hier einen Unterstützungscharakter spiele. Bekomme relativ viel Schaden dadurch. Das kann ja nur gut werden. So. Ich hätte gerne irgendwie so ein Heal. Ach, es heilt verbündete Held. Ah, verdammt. Und ich denke immer, es macht irgendwie Schaden. Nein, es heilt. Ups. Ich glaube, es heilt nur Verbündete, ne? Ja. Na, immerhin. Dachte schon, ja, wir sind ein Schützencharakter. Wo ist der Heal? Wo ist der Heal? Ich brauche einen Heal. Na, so das Übliche. Ah, nun gut. Man muss halt dazu lernen, wenn man Charakter noch nie gespielt hat. Wird schon. Irgendwie. Glaube ich. Hoffe ich. Wo ist denn der Rest des Teams? Wieso sind die denn da unten? Was machen die da für einen Stunk? Ich frage ja nur. Was haben wir noch? Oha. Okay. Achso, wenn ich Gegner betäube. Dafür habe ich hier das hier, wenn das auf. Da stößt ein Gegner zurück. Wenn das. Wenn der Gegner dann beim Zurückstoßen auf Umgebung kollidiert, wird er halt betäubt. Auch nur dann. Was haben die denn da gepult? Ich habe da auch eine Knolle übersehen. Habe ich ja gut gemacht. Ja, ich habe gut eine Knolle übersehen. Ja. Achso, geht auch nur auf Helden, ja? Okay. Ihr Schweine! Ihr elendigen, drecksverdammten Schweine! So. Einfach mal einen Heal rausgehauen. Kann man ja mal machen. Aber eigentlich muss ich beim Team sein, ne? Ich bin Support. Meine Aufgabe ist es, beim Team zu sein. Irgendwie.
es keiner verreckt. Also von meinem Team. Das ist schon gut. So, was haben wir hier? Verringer Energiekosten. Auch erlittener Schaden verbunden mit Hoffnungsfall gewährt Energie. Ja. Okay. Das klingt nicht verkehrt. Nein, das wollte ich gar nicht, verdammt. Eigentlich wollte ich healen. So in etwa. Du willst noch mehr? Gut. Oh Gott. Einfach auch mal einen Heal mitnehmen. Kann man ja mal machen. Geh weg. Nächster. Ich bin ein Heal. Ich bin besser Heal als so eine komische Eule. Immer noch, ja? Also bitte. Das werde ich ja wohl hinkriegen. Jetzt wollte ich den hier schon auspeitschen. So schlimm ist es heute schon mit mir. Wirklich. Das geht gar nicht. Nix da. Ich heil mich tot, ich heil mich tot. So, geht doch. Hier mal ein bisschen aufräumen. Hier nochmal ein Heal. So, und die anderen haben die Pflanze schon mal theoretisch geholt. Ich hoffe, die übernimmt jetzt auch jemand. Dass ich das nicht machen muss. Ich hasse es, die Pflanze zu sein. Ich mag die Pflanze halt nicht. Ja, dann mach doch Zeratul. Mach's doch einfach. So. Schließt euer Ungeheuer ins Feld. Glaubt an ihn, werdet ihr viel. Ihr habt ein Fonds verloren, Held. Gut gemacht. Das Ungeheuer wird sich auf den gegnerischen Force stürzen. So will ich das haben. Was machst du denn? Mach doch weiter. Du wirst nicht geheilt hier. So ein bisschen. Hoffe ich. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. So. Einfach mal machen. Je mehr Schaden du kriegst, desto mehr kann ich dich heilen. Ganz einfach. Oder nicht? Warum bewegt er sich nicht? Weiß ich nicht. Kann ich das? Kann es versuchen. Wenn da so ein Spell noch kommt, das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Euer Ungeheuer ist verkünstlich. Ich weiß ja nicht, was der Charakter alles kann. Und dann fragen die mich solche komplizierten Geschichten. Ich glaube, es hackt. Also der Heal von Aurel ist echt schon abartig. Muss man einfach mal sagen. Also, finde ich zumindest. Ich weiß nicht, wie das anderen so geht, aber ich finde das schon echt. Ne? Da schon wieder los. Oh nein, ein Tor, ein Tor. Also kein Fußballtor, sondern ein Tor. Da mein Schlechter.
Was? Bombe angeheftet? Oh, shit. Das war's für den Heal. Ah, okay. Da war ich auch zu langsam, um mich selber zu heilen. Weiß gar nicht, war da irgendwo was, wo ich... Automatische Angriffe erzeugen mehr Energie. Ah, da. Ja, okay. Kann ich machen. Mehr Angriffsgeschwindigkeit. Wird gemacht. Ein bisschen konzentriert, auch nur so ein bisschen. Okay. Oh nein, nicht unser Gegner. Nein, das geht auch nicht. Okay, gut, es geht schon. Yeah. Dann macht ihr mal. Anscheinend habt ihr eine weitere Nacht überlebt. Erbaulich. Da, das Ungeheuer, es rennt. Das Ungeheuer wartet, Helden. Reißt seine Macht an euch. Da, euer Ungeheuer ist zum Leben. Oh shit. Bin verwandelt. Ich sehe nichts mehr. Es ist so viel. So viel. Oh Gott. Da ist jemand, der einen Heal braucht. Da haue ich auf irgendwas drauf. Ich bin tot. Nein, ich bin gesilenced. Okay. Oh Gott. Ja, Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Ich weiß nicht, ob ich das recasten muss. Ich glaube aber nicht. Kann ich da? Habe ich den wiederbelebt? Ah, muss durchcasten. Ah, okay. Schade. Ah. Gut. Dann wüsste ich jetzt zumindest halt auch so grob, wie das gehen wollen würde. Zumindest habe ich die Angriffsgeschwindigkeit geskillt. Alternativ hätte ich auch gehabt die Fähigkeitsstärke. Ja, ich glaube beim Schlitter macht das tatsächlich mehr Sinn mit der Angriffsgeschwindigkeit. Er hat zwar auch starke Fähigkeiten, aber... Ich glaube, sein Primärschaden kommt wirklich durch die Auto-Hits. Ja, ja, mach hinne. Das war's für den hier. Schon wieder? Verdammt. Ich dachte, wir würden ein bisschen schneller casten. Ah. Mist. Scheiße ist. Ist wirklich nicht gut. Nicht gut von mir gespielt. Bald schon wird es Nacht sein, Helden. Vergesst nicht. Tötet die Unkrautler und ergattert ihre Samen. Ich lebe doch einfach wieder. Lebe doch einfach wieder. Quelle.
Welch eine freudige Nacht, um verflucht zu sein. Ihr seid mein neuer Kind. Ah, okay. Da kriegt erstmal Moradin hier kurz die Krone. Sehr schön. So, was? Wir haben schon wieder genug? Gib es doch nicht. Das gib es doch nicht. Die anderen sind wahrscheinlich hier oben, hier, das gegnerische Team. Lauf da doch nicht rein. Was? Wo sind die? Ganz ehrlich. Wo sind die? Das Schlechter ist jetzt im Dingens drin. Ich glaube. Ja. Einfach mal Maul halten hier. Verdammt. Ich bin echt irgendwie derbe konzentriert. Ich weiß nicht, wie das hier heute kommt. Wahrscheinlich, weil ich ihn hier spiele. Ich spiele nicht so oft hier. Weder im WoW noch in sonst irgendwo. Und dann will ich halt immer so versuchen, das möglichst wenig verrecken. Was ich hier nicht wirklich schaffe. Aber das ist so ein bisschen so mein Ziel. So. Soweit, so abartig. Ich folge einfach, ne, den anderen. Das ist bestimmt eine gute Idee. Wo immer ich gebraucht werde. Hoffe ich. Ich weiß es nicht. So. Ein wohlverdienter Sieg. Da, ein Gegner, vernichtet ihn. So, alle versammeln und dann geht es jetzt wahrscheinlich so ein bisschen Richtung Gedöns. Hoffe ich. Ich weiß es nicht. War noch jemanden hier? Ich glaube irgendwie nicht. Aber, ne, der Schlechter mit Angriffsgeschwindigkeit nochmal oben drauf ist echt nicht so verkehrt. Nice. Das ging schnell jetzt. Das ging jetzt wirklich, wirklich schnell. Schön. Muss man ja doch sagen. Auch wenn es blau ist, ne? Aber... Ja, doch. Der Schlechte hat schon gute Arbeit gemacht. Allein schon, wie er mit dem Pflanzenvieh um bestimmte Lanes herumgelaufen ist und sowas. Ist okay.
Ich werde nicht aufgelistet für am meisten geheilt. Ich habe am meisten geheilt. Mehr als diese scheiß Lilly. Nein, wirklich. Na gut, war wahrscheinlich mit Aurel jetzt auch nicht so schwer, weil Aurel wahrscheinlich der definitiv stärkere Heal ist oder sowas. Aber es geht ums Prinzip. Einfach nur ums Prinzip. Na, hier Statistiken. Ich habe 41.000, sie 35.000. Ich meine, 41 ist wahrscheinlich immer noch schlecht für Aurel, ne? Für die Leute, die Aurel mehr gespielt haben als ich. Aber ich, ne? Zum ersten Mal gespielt, ja. Ja. Und am Anfang die Fähigkeiten falsch verstanden. Aber naja, so ist das halt. Ne? Was ist, das ist halt so. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Heroes of the Storm dann wieder. Wenn wir dann gucken, was wir da als nächstes spielen, ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Bis dann. Tschüss.